das Open Air der jungen Zillertaler. Ein Line-up der Superlative. 10 Künstler sind mit dabei und heute natürlich auch die Stefanie Hertel war auch schon mehrfach beim Open Air der Jutzis dabei. Was wünscht man den jungen Zillertaler zu diesem Jubiläum? Man kann ihnen nur gratulieren, was sie geleistet haben in 30 Jahren. Das ist unglaublich und was sie immer wieder hier auf die Bühne stellen. Ich wünsche ihnen, dass sie mit Herz und Freude noch ganz lange weiter Musik machen. Und ja, ich freue mich immer wieder, sie zu sehen und dass sie so bodenständig und liebenswert geblieben sind. Auf alle Fälle. Und du bist jetzt natürlich auch hier in den Bergen, glaube ich, oft zu Hause, auch arbeitstechnisch, sowohl für die, wenn die Musi spielt. Ja? Und was gefällt dir besonders in den Bergen? Ich lebe in den Bergen. Also es gibt nichts Schöneres, als in den Bergen zu sein, wandern zu gehen oder einfach die Natur zu genießen. Ja, und hast du schon deinen Urlaub genießen können? Wenn ja, wo geht's dahin? Wo zieht's dich dahin? Wir nehmen uns immer wieder mal Momente, sag ich mal. Meistens sind es nur 2 oder 3 Tage. Wir haben Freunde in der Schweiz, wo wir schon gewesen sind. Wir werden aber unseren Jahresurlaub sozusagen erst im September dann machen. Da geht's zum einen nach Südtirol, zum anderen nach Kroatien. Und das genießen wir auch dann immer sehr. Genau. Aber jetzt noch auch die Frage, Lenny, man sieht ihn hier drüben. Nach Amerika geht's da auch mal wieder oder seine Heimat? Wir werden auf jeden Fall immer wieder nach Amerika gehen, denn Lenny hat da 10 Jahre gelebt, hat da jede Menge Freunde. Jetzt waren wir schon ganz lange nicht mehr da, also es wird mal wieder Zeit. Okay. Und was tut sich noch zum Abschluss noch musikalisch bei dir? Was sind für neue Projekte geplant? Gerade erst habe ich ja einen neuen Song veröffentlicht, Guter Mond. Kommt sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Ich bin auch sehr glücklich damit. Den haben Lenny und ich gemeinsam geschrieben und wir bleiben dran und werden dann fürs nächste Jahr Großes planen, denn ich habe ja 40-jähriges TV-Jubiläum und da gibt es dann auch ein neues Album. Also ein Jubiläum jagt das nächste, also nach den 30 Jahren Jutzis 40 Jahre TV-Jubiläum. So ist Wahnsinn, es. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, also dann wünschen wir dir dafür alles Gute und na gut, wenn wir hochschauen, ich weiß nicht, sieht man den Mond heute, glaube ich, kaum, oder? Heute sieht man vielleicht den Mond nicht, aber das ist ja das Tolle am Mond und das ist ja auch der Grund, warum ich so fasziniert bin vom Mond und auch dieses Lied geschrieben habe. Der Mond ist eine Konstante, der ist immer da, auch wenn man ihn nicht sieht. Und er verändert sich, er ist mal voll, er ist mal halb und das ist wirklich sehr besonders. Genau. Aber so auf dem Mond zu leben, wenn das, was jetzt wieder vorhaben, da mit irgendwelchen Versuchen und Sachen, was sie auf dem Mond alles vorhaben, wäre das was für dich? Eher nicht. Eher nicht, gell. Lieber aus der Entfernung. So ist es. Also, in diesem Sinne, alles Gute und danke für die kurzen Auskünfte. Gerne. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.